Vorbereitung ist das Wichtigste beim Verleimen. Deswegen habe ich mir alle Zwingen und alle Zulagen schon vorher hingelegt. Wenn man erst Leim angibt und dann losläuft, die Zwingen zu suchen, dann dauert das alles viel zu lange. Gut, wir wollen jetzt in unsere Massivholzteile Nutfedern reinfräsen. Das machen wir hier mit dieser Nutfräse. Man kann auch Lamellofräse sagen. Da werden hier in die Gärung kleine Schlitze reingefräst, wo wir dann kleine Holzplättchen mit einleimen. Das ist, damit die Gärung einfach besser hält. Nur Hirnholzverleimung würde irgendwann aufreißen, deswegen müssen wir das unterstützen. Kann man auch mit Dübel oder Dominos machen. Wir nehmen jetzt die Lamellos, weil die sich sehr gut verarbeiten lassen. Und da habe ich mir meine Fläche gleichmäßig eingeteilt mit Bleistiftmarkierungen an der Maschine selber. Gibt es dann auch Markierungen, die halte ich dann auf die Bleistiftlinie und genau, fräse dann die Nut. Beim Fräsen ist es wichtig, dass diese zwei Anlageflächen gut auf dem Werkstück aufliegen. Ich habe hier den Anschlag, den ich verschieden einstellen kann, zum Beispiel für eine normale stumpfe Ecke, das hier halt eben für diese Gärungsecke. Dann wird die Maschine aufgesetzt. Wie gesagt, darauf achten, dass beide Flächen gut aufliegen, die Striche übereinstimmen und dann werden so die kleinen Nuten gefräst. Beim Fräsen nehme ich auch gerne die Außenkanten der Maschine als Bezugskanten, sodass ich mir im Außenbereich nicht immer eine Markierung mache. Aber wenn ich bei jedem Werkstück die Außenkante der Maschine nehme, dann stimmen die Lamellos auch wieder überein. Beim Ansetzen setze ich es meistens von unten an und ziehe es dann hoch, bis die Maschine sicher liegt. Das merkt und hat man dann auch im Gefühl, wann es nicht mehr wackelt. Bei den Lamellos haben wir den Vorteil, dass wenn die nicht genau übereinander sind, dass es kein großes Problem ist. Also die können seitlich ein bisschen verschoben sein. Da hat man ein Spiel, ich würde schätzen, bis zu 3-4 mm. In der Höhe ist es jedoch anders. In der Höhe muss es wirklich genau stimmen. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn die Bleistiftlinie nicht genau übereinstimmt. Das ist kein Problem, aber wenn wir hier in der Höhe variieren, wenn die Maschine nicht gut aufliegt, dann passt die Verbindung hinterher auch nicht. Ich habe jetzt hier die ersten zwei Ecken schon verleimt. Ich habe mich dazu entschieden, das in einzelnen Schritten zu machen, weil wenn ich alles versuche auf einmal zu verleimen, würde es einfach viel zu lange dauern. Der Leim würde vorher abbinden und ja, das Ergebnis wäre einfach nicht gut. Genau, deswegen alle Zulagen zwingend vorher bereitgelegt. Ich habe mir hier zwei Werkstücke auch noch unten auf Klötzchen gelegt, sodass ich unten drunter durch auch noch eine Zwinge legen kann. Ich habe jetzt bei dieser Verleimung nur die hinteren zwei Ecken verleimt. Die hier vorne sind nur trocken zusammengesteckt. Das habe ich gemacht, damit ich hier noch eine Zulage dranlegen kann und halt eben auch die Zwinge ordentlich festigen kann. Die werden dann im nächsten Schritt verleimt. Ich habe jede Gärung immer über Kreuz
gepresst. Das heißt, eine Zwinge in die Richtung, eine in die, sodass die Gärung ordentlich zusammengedrückt wird. Dann kann man immer überprüfen, ob die Spitze wirklich übereinstimmt. Wenn die eine Seite ein bisschen zu sehr rausguckt oder die andere, dann kann man das mit dem Druck der Zwinge nochmal nachregulieren, dass die Spitze der Gärung dann wirklich genau übereinander liegt. Vor dem Verleimen lege ich alle Teile immer nochmal trocken zusammen, das heißt ohne Leim, um einfach zu überprüfen, ob alles so passt, wie man das möchte. Wenn man dann hinterher beim Verleimen feststellt, dass etwas nicht passt, dann ist es immer schwierig, da nachzuarbeiten. Deswegen immer vorher nochmal überprüfen. So werden die Teile zum Schluss zusammenkommen. Als nächstes werde ich hier die rechte Seite oben und die rechte Seite unten verleimen. Also jeweils diese zwei Ecken. Und das könnt ihr euch in dem Timelapse anschauen. Rundungen an diesen zwei Platten, also einmal hier diese S-Kurve und einmal die große Viertelrundung mit einem 500 mm Radius, werden wir an unserer CNC fräsen. Wir stehen jetzt an unserer CNC für die Rundungsfräsung. Das ist einmal die Waschtischplatte und einmal der Unterboden von dem Waschtischschrank. Den habe ich jetzt hier schon aufgespannt. Hier wird jetzt die große Viertelrundung dran gefräst. Ich habe mich für einen 6er Schaftfräser entschieden mit gezogenen Schneiden, damit die Späne besser raustransportiert werden können, weil wir hier 30 mm Materialstärke haben. Da bleiben die Späne gerne in der Nut hängen, deswegen die gezogenen Schneiden. Hier im direkten Vergleich jetzt nochmal zwei 6 mm Schaftfräser, der auf der rechten Seite mit geraden Schneiden, senkrecht nach unten, und der auf der linken Seite, der jetzt eingespannt ist, mit gezogenen Schneiden. Für die CNC-Steuerung nutzen wir Estelcam. Das ist, sagen wir, der Aufbau von dem Programm. An der linken Seite kann man die Position des Fräsers einsehen. Da unten der Vorschubgeschwindigkeit und Drehzahl kann man auch stufenlos einstellen. Hier hat man noch die Möglichkeit, den Fräser an eine bestimmte Position zu bewegen. In der Mitte sieht man dann die Fräsung, die man programmiert hat. Und auf der rechten Seite die ganzen Programmzeilen mit Zusatzfunktion und Start-Stopp-Knopf. Das CNC-Thema ist sehr umfangreich, deswegen werden wir zu der Programmierung und Steuerung und dem Aufbau in einem separaten Video nochmal was erzählen. We'll be right back.
Das war's für den zweiten Teil dieses Projekts und im nächsten Video geht's weiter. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns einen Like, abonniere unseren Kanal, dann können wir noch viele weitere Projekte vorstellen. Über Ideen und Vorschläge in den Kommentaren würden wir uns freuen. Danke, bis bald.